Er hat dann nochmal dabei zuschauen müssen, wie er ertrunken war, wie er ertrunken ist und ja, hat nichts machen können. Uns erreichen ja immer wieder Berichte über tote Menschen im Mittelmeer. Beim Versuch, auf Europa zu kommen, sterben wieder mehr Menschen, schreibt unter anderem der Journalist Sebastian Seele. Er hat einen Seenotretter begleitet und eine Reportage geschrieben darüber. Und der Seenotretter, den Sebastian porträtiert, der kommt aber nicht aus Europa, sondern von den Philippinen. Zuerst mal herzlich willkommen zum Surprise-Tag, Sebastian. Hallo Simon, danke, dass ich da sein. Erklär uns doch mal ganz schnell, Ralph heisst er mit Vornamen, so wird er auch immer wieder bezeichnet. Er ist ein Seenotretter. Was macht er da konkret? Sein Job, kann man glaube ich sagen, besteht aus vier verschiedenen Teilen. Also das erste ist das, wo eigentlich alle Seefahrer tun müssen. Das ist auf dem Schiff helfen, Sachen anmalen, Rost entfernen. Wenn Lieferungen kommen, die von A nach B tragen, Sachen schweissen. Ja, was hat Seefahrer so tun? Und was bei Seenotretter speziell ist, sobald sie dann in Seenotrettungszone sind, in dem Fall jetzt zwischen Libyen und Lampedusa, dort haben sie dann spezielle Aufgaben. Also für Ralph heißt das konkret, dass er Bridgewatch macht. Das heißt, er steht dann mit anderen Seenotrettern im Schichtbetrieb mit Ferngläser auf der Brücke und dort scannen sie dann das Meer 360 Grad. Sie also jeweils vom Schiff aufwärts bis zum Horizont wieder zurück und das machen sie stundenlang. Das hat den Grund, weil man viel von den Booten, die in Seenot sind, nicht auf dem Radar sieht. Und haben sie dann ein Boot gefunden, dann heißt es natürlich, dass sie rausfahren müssen und die Leute aus Seenot retten. Dort ist Ralphs Aufgabe, zum Ass von der Schnellboot fahren. Das Schnellboot Easy One. Und das ist ein sehr anspruchsvoller Job, ein sehr wichtiger Job, weil es doch auch sehr hohen Wellengang geht, von mehreren Metern. Und er muss dort eine sehr gute Position jeweils halten mit dem Boot, damit die Leute sicher auf das Schnellboot kommen. Und sobald dann Gerettete an Bord sind, kommt noch ein weiterer Job hinzu. Dort gibt es jeweils Deckwatch noch zusätzlich. Und dort ist jeweils jemand aus dem Team auf Deck zum Fragen von der Gerettete beantworten und auch zum Konflikt schlichten, wo allenfalls auftreten könnten. Du bist ja mit dabei auf der Ocean Viking. Das ist ein Seenotrettungsschiff von der NGO SOS Méditerranée oder von der gechartert. Wie müssen wir uns das Schiff vorstellen? Kannst du uns das ein bisschen Viele beschreiben? stellen sich im ersten Moment, wenn ich von einem Seenotrettungsschiff erzählt habe, eher etwas Kleines vor, aber das ist ein ehemaliges Frachtschiff. Das ist fast 70 Meter lang und SOS Mediterranee hat das dann ausgebaut, auf Deck Container aufgestellt, wo dann die Leute unterkommen, die gerettet sind. Und dann ist dort für die Männer, dann für Frauen und Kind. Dann gibt es nochmal ein Stockwerk, wo noch mehr Container draufstehen mit Schwimmwesten, mit Zessen, mit allem, was sie brauchen. Equipment plus dann noch der Bereich, wo die Crew unterkommt. Als einer der 25 Köpfe der Crew tut er also, was getan werden muss. Er steigt nach dem Briefing in eines der zwei Schnellboote, erwartet, bis dieses vom Kran ins Wasser gelassen wurde, und er warnt Tanguy, Lisa und Amin vor, wenn er mit den zwei 115 PS starken Motoren beschleunigt. So lange, bis sie draußen sind, beim Boot in Seenot und dem schmalen Grat, der zwischen Leben und Tod liegt. Man kann es nicht anders sagen, das Mittelmeer ist schon seit längerem ein Massengrab, Sebastian. Aber es sterben in letzter Zeit wieder mehr Leute, Menschen auf der Flucht. Allein in diesem Jahr sind es bereits über 1300 Menschen, lese ich in deiner Reportage. Der Ralf ist 43 von den Philippinen. Wie kommt der zu dem Job? Das ist eine recht spannende Geschichte. Also eigentlich hat sich das natürlich so ergeben, weil Ford Ocean Viking, das Schiff gsi, wo SOS Mediterranee chartert hat, ist ein anderes gsi. Das ist der Aquarius gsi.
Und der Ralph ist auf der Aquarius ihrer Marine Crew gewesen, also bei denen, wo das Schiff unterhalten und warten. Und das ist er schon gewesen, bevor es ein Seenotrettungsschiff war. 2016 hat dann SOS Mediterranee, also die Seenotrettungsorganisation, das Schiff chartert, inklusive Crew. Und dann hat es geheißen, jetzt gibt es eine neue Mission und der Ralph hat dann noch eine neue Aufgabe bekommen. Also zusätzlich dazu, dass er 12 Stunden am Tag in der Marine Crew geschafft hat, hat er auch noch Rettungen mithelfen müssen. Das heißt, er ist nur in der Nacht zum Beispiel aufgeweckt worden, zum ja, rausfahren und auch die Seenotrettungsboot fahren. Und mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Seenotrettung hat sich auch professionalisiert und der Ralph ist jetzt bei SOS Mediterranee, also bei der NGO selbst, angestellt und ist jetzt dort als Fahrer tätig. Der Ralf ist ein erfahrener Seemann. Er kann das. Er hat das eine Art weg gelernt. Aber wie geht er persönlich mit dem Elend um und damit so viel Elend und Tod zu sehen und damit zu konfrontiert sein? Das ist etwas, mit dem hat er sich vor allem am Anfang sehr schwer getan. Also wir haben noch über die erste Situation geredet, wo er einen Mensch sterben gesehen hat. Das war bei einer Rettung, wo schon sehr viele andere Leute im Wasser waren und sich am Schnellboot, wo er gefahren hat, festgeklammert haben. Und er hat einem Mann dabei zuschauen müssen, wie er ertrunken ist und der ja, hat nichts machen können. Danach hat er sehr traumatisiert von dem. Also 2 Nächte lang nicht schlafen können. Und auch heute noch, wenn man darüber erzählt, dann merkt man, dass ihm die Situation sehr nachgeht. Und ja, das ist aber etwas, wo er jetzt mittlerweile ein bisschen den Umgang damit gefunden hat, aus der Erfahrung heraus und wo ihm auch sein Glauben sehr weiterhilft. Der Seegang war schwierig. Etliche andere Leute hingen am Schnellboot. Ich konnte es nicht drehen. Im Anschluss sei es zu einer Diskussion zwischen ihm und dem Captain gekommen. Ralph habe der Captain gefragt: Wie geht es dir? Captain, habe Ralph geantwortet: Dieser Mann ist während meines Einsatzes gestorben. Ja, habe der Captain entgegnet, aber 180 andere haben überlebt. Aber Captain, der Mann ist tot. Wenn er genau damit umgeht, warum er dann doch wieder rausfährt mit dem Boot und Leben rettet, das lesen wir ja ausführlich in dem Text, den du geschrieben hast. Ich frage mich so, während dem Lesen dann, das macht ja auch etwas mit ihm, oder? Du beschreibst auch beispielsweise seinen stechenden Blick, wenn er so von diesen Einsätzen erzählt. Ist das auf längere Sicht für einen Mensch, jetzt nicht nur für den Ralf, nicht zu belastend vielleicht auch? Was hast du für einen Eindruck? Es ist effektiv so, dass Seenotretter eine sehr hohe Fluktuation haben. Es sind jetzt nur sehr wenig dabei bei Organisationen, die schon seit Anfang an, also seit 2016, im Einsatz sind. Und die, wo das machen, die schaffen eigentlich so 60% vom Jahr und 40% vom Jahr haben sie frei, um sich wieder davon erholen. Und das liegt sehr alles da, dass es jetzt nicht ein Job ist, wo jeder oder jede machen kann, weil also traumatisiert sind eigentlich alle, die dort schaffen, kann man glaube ich so sagen. Es gehen einfach nicht alle gleich mit dem Trauma um. Ein paar finden es als sehr belastend und haben eben so immer wiederkehrende Bilder von Leuten im Kopf, wo sie sterben gesehen haben und kann nicht darüber hinweg. Und andere nennen das wieder mehr als Motivation, um einfach noch mehr draus zu sein und noch besser zu arbeiten und sich noch mehr reinstürzt in das Ganze. Und was dem Aspekt auch noch wichtig ist, es ist so, dass der Umgang an Bord teilweise recht ruppig und militärisch sein kann. Also es gibt so sehr klare Hierarchien, sehr klare Strukturen und Prozesse, die eingehalten werden müssen. Aber gleichzeitig ist es so, dass man viel Rücksicht aufeinander nimmt. Also man fragt oft, wie es einem gegenseitig geht. Man redet über Erfahrungen, die man gemacht hat. Und es ist auch wichtig,
zu erwähnen, dass so Erfahrungen, so extreme Erfahrungen, glaube ich, die Leute recht zusammenschweißen und dass das dann auch sehr tiefgehende Erlebnisse sind, wo man dann mit anderen Leuten teilt und sehr innige Beziehungen daraus entstehen kann. Hast du beim Ralf, er kommt aus den Philippinen, hast du irgendwie rausgehört mit all diesen Sachen, wo er damit konfrontiert ist, dass es vielleicht auch gibt's Vorwürfe von seiner Seite, wie Europa zum Beispiel eben mit geflüchteten Menschen umgeht und eben in die ganze Situation im Mittelmeer? Von ihm selber habe ich jetzt keine Vorwürfe gehört. Das liegt aber, glaube ich, einfach daran, weil er zu bescheiden ist, um irgendjemandem Vorwürfe zu machen. Was aber schon klar ist, ist, dass allen dort bewusst ist, dass eigentlich der Job und die nur auf sich nehmen und die Belastungen auf sich nehmen, dass sie Menschen sterben sehen, weil europäische Staaten ihrer rechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen und sich vom Meer zurückzuhauen haben. Also es ist durchaus allen bewusst, dass wenn alles so laufen würde, wie es laufen sollte, dass sie dann nicht dort wären. Und du bist ja auch für einen Moment auf dem Schiff gewesen. Wie lange eigentlich? Insgesamt habe ich einen Monat auf dem Schiff gelebt. Und zwei Wochen davon sind wir auf offener See gewesen. Du bist wirklich nur in der Beobachterrolle gewesen auf dem Schiff? Fast nur. Ich muss sagen, ich habe ab und zu geholfen, ein paar Kisten umzutragen, weil es mir sonst einfach zu wenig Bewegung war. Und bei den Rettungen, das hat so zwei Situationen gegeben, wenn ich quasi meine Rolle gewechselt hätte vom Beobachter zum Helfer. Das wäre gewesen, wenn effektiv schon Leute im Wasser gewesen wären. Darum habe ich auch gelernt, wie man Leute aus dem Wasser rauszieht. Plus, wenn Babys an Bord waren oder auf dem Schiff waren, wo in Seenot waren, dann hat es einen Moment gegeben, wo die zuerst aufs Schnellboot geholt worden sind. Und ich habe mich dann kurz um sie gekümmert, bis die Eltern an Bord waren. Sonst bin ich nur in Beobachterrolle gewesen. Also das hat dann schon einen Moment gegeben, wo die Rolle mal gewechselt hast? Oder wäre es einfach, oder ist einfach theoretisch der Fall gewesen? Es hat einen Moment gegeben, wo ich bei einer Rettung draussen dabei war, beim Schnellboot, wo Babys an Bord waren. Also konkret war es so, dass es ein Boot war, wo vor allem Familien aus Libyen waren, wohlhabende Familien aus Libyen. Und dort hat es ein Baby dabei, das 25 Tage alt war. Und das ist ja erstes aufs Schnellboot geholt worden. Und dann habe ich das in den Armen gehabt, bis dann die Mutter an Bord kam. Und was dort auch noch spannend war, ist so, was ich bei mir selber gemerkt habe, der erste Gedanke, der mir dann durch den Kopf geschossen ist, ist, dass ein guter Freund von mir gerade auch vor circa einem Monat Vater geworden ist. Und dass das eigentlich, wenn nicht der Zufall in die Richtung entschieden hat, genauso gut sein Kind sein könnte. Wie würdest du den Aufenthalt bewerten? Also nicht im Sinn von TripAdvisor natürlich, aber einfach so generell einen Monat lang auf dem Schiff. Da hast du sicher auch noch ein bisschen drüber nachgedacht im Nachhinein und wahrscheinlich reflektierst du immer noch über die Zeit, könnte ich mir vorstellen, oder? Also es war eine sehr intensive Erfahrung gewesen, aber auch sehr lehrreiche Erfahrung. Und also ich bereue es jetzt nicht, dass ich dort aufgegangen bin. Es ist jetzt einfach effektiv so, dass es schon sehr weit weg scheint, wenn man dann doch recht schnell wieder im Alltag ankommt und sich auch in neue Projekte wieder reingibt. Und ja, aber es war eine intensive Zeit gewesen. Über einen Monat auf dem Schiff, das längste, wo ich davor auf dem Schiff war, waren 2 Stunden gewesen. Also nur schon das war so ein Aspekt davon gewesen. Und es sind halt sehr viele neue Sachen, die dann auf mich zugekommen sind und die ich erfahren haben dürfen. Und zusätzlich ist es professionell auch mit recht grosser Unsicherheit verbunden gewesen, weil es hätte durchaus auch sein können, dass wir draußen sind und es gibt halt keine Rettungen und dann bedeutet das für mich als Journalist, ich habe nichts zum Schreiben. Also das wäre so das Worst-Case-Szenario gewesen, aber ja, das ist dann anders gekommen und zum Glück sind alle Rettungen, die wir hatten, sehr glimpflich verlaufen und auch die Situation an Bord ist dann tendenziell ruhig gewesen und angenehm. Natürlich in den Relationen, denen sich 10 oder 3 bewegen, aber
hat alles so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Sebastian, danke vielmals fürs Gespräch. Danke dir, Simon. Und lesen könnt ihr die Reportage von Sebastian Seele über den Seenotretter Ralph im neuen Surprise. Das ist die Nummer 513. Mein Name ist Simon Bergins. Wir hören uns bald wieder mit einem neuen Tag hier im Surprise-Tag. Tschüss zusammen.